Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19 hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder dort weiter, wo wir es jetzt mal aufgehört haben. Und zwar spielen wir mit Alexander weiter. In diesem Fall werden wir, denke ich mal, wieder ein kleines Training am Anfang haben. Nein, es ist ein Video. Eine wichtige Entscheidung, man sieht es gerade nicht, hier meine Fresse ist da drüber. Eine wichtige Entscheidung also. Ich lege den Pad weg. Aha. Sind gespannt. Das war doch klar. Yes. Können wir los? Etwas. Wir haben einen Tisch im La Torre. Oh nein. Ich hab's völlig vergessen. Ein andermal? Das Beste in Madrid. Wissen Sie was? Wir gehen ein anderes Mal. Alex, auf ein Wort. Alex, wer eine Marke aufbauen will, muss sich zeigen. Und das bedeutet am richtigen Ort und mit den richtigen Leuten. Zeig dein Gesicht. Kultiviere dein Image. Ja, gut. Warte, hier geht's um das Logo, ja? Ich respektiere deine Entscheidungen, Alex, auch wenn ich anderer Meinung bin. Ich weiß, dass du auf dem Rasen immer dein Bestes gibst, Tag ein, Tag aus. Und ich mache meine Arbeit, damit du dafür entlohnt wirst. Wenn wir beide unseren Job machen, sind wir erfolgreich. Hm? Essen ist fertig. Bin gleich da, Mann. Alex? Ohne deine Hilfe geht es nicht. Ich konnte an dieser Stelle keine wichtige Entscheidung treffen. Unsere Stürmer brauchen perfekte Herausgaben von außen. Naja, wie gesagt, wir haben hier kurz ein Training. Genau daran arbeiten wir heute. Ich blende das kurz über und dann sehen wir uns gleich, wenn das Ding gelaufen ist. So, das ganze Ding ist gelaufen. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Und wir haben natürlich in beiden Fällen wieder ein A bekommen. Es war durch die Lücke und ungedeckte Flanken. Easy peasy. Lemon squeezy. Oh, und wir können die Mentor-Challenge beginnen. Ja gut, dann müssen wir das Ganze natürlich erstmal in den Start bringen. Ne? Wir gucken uns das Ganze mal an. Spieler schießen. Aber schießt du präzise aus der Distanz? Ich bin ganz okay. Das hier ist Real Madrid. Ganz okay reicht dir nicht aus. Also zeig, was du drauf hast. Okay. Im Kasten muss ich schießen. Das war daneben. Okay, gleichzeitig. Wieder einen getroffen. Das war ranzig. Das war richtig ranzig. Oh. Hier habe ich wieder getroffen. Das war nice daneben. Wieder was getroffen. Ich bin in Führung erstmal. Ja, der ging einfach nur locker rein. Ah, der war nett. Der war richtig gut getroffen. Und der war mal wieder an Pfosten. Alter, wir haben verloren. Neuer Versuch. So, alles klar. Nicht doch. So, das erste Mal haben wir getroffen. Alles klar, das zweite Mal. Wir servieren einfach locker die Teile da unten. Da sind wir erstmal sicher. Oh. Der war auch nicht schlecht, aber er führt immer noch. Daneben. Und er schießt viel besser als ich, Alter. Wie kann das sein? Wieso hat der schon 10.000 Punkte? Ich muss mal hier, glaube ich, ein bisschen mehr den Button drücken, den oberen, den rechten. 12.000 Punkte und ein Schuss noch. An die Latte! Aha, an den Pfosten, aber wir haben es trotzdem noch geschafft, das war ganz schön knapp. Okay, cool. Vielleicht habe ich es jetzt ja mal gelernt, wirklich den oberen Knopf zu drücken auch noch. Ich habe immer gedacht, der hintere Knopf wäre noch der Schuss, den ich gebraucht habe. Kann ich nachvollziehen. Gut gemacht. Ja. Ja. Danke.
bitte. Alles klar. Wir sind also wieder ein Stück weiter. Mentor-Challenge. Du hast die Challenge deines Mentors erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir werden uns einen neuen Mentor aussuchen. Und zwar genau in dieser Folge. Ja. Und zwar genau jetzt. Ich bin gespannt, was wir machen. Es war auf jeden Fall dieses Weitschuss-Szenario, was ich machen wollte. Uhuhuhuhuhund. Was habe ich mit Isco gehabt? Die Abschlussgeschichte. Was ist hier wieder los in meinen sozialen Medien? Dösige E-Mails. Wen haben wir denn hier? Ballkontrolle, Flanken. Verbessere die Standardposition ohne Ballbesitz. Erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer guten Ballannahme. Flanken. Nehme ich ihn. Wie ist es denn mit meinen Attributen? Kann ich so eigentlich gar nicht mehr verändern, ne? Ich habe hier gar keine Eigenschaften an sich, so wie wir es bei Danny Williams hatten. Bei ihm werde ich wahrscheinlich auch noch darauf zukommen, das so einstellen zu können. Oder war das eben bei der Kim Hunter? Ich weiß es gar nicht mehr. Eben heißt für mich, ne, eben und für euch quasi die Folge davor. So, wie ist es denn hier? Wir spielen in dieser Runde gegen Dortmund. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir spielen natürlich wieder mit dem ganzen Team. Und Modric ist unser Mann, unser Teamkollege, mit dem wir das Ganze hier locker flockig angehen wollen. Ich glaube, ich mache mal lieber hier vorne auch noch ein bisschen Licht an. Ich weiß nicht, ob das bringt. Natürlich nicht. Wolfuß und Frank Buschmann. So, da haben wir gerade die gelbe Wand gesehen. Hier in Dortmund, wo heute das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Champions League auf dem Programm steht. Wir hören kurz zu, was die beiden uns zu sagen haben. Wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird's immer richtig hochklassig. Ja, schauen wir uns das doch mal in Ruhe an. Beide haben große Ziele in dieser Champions League. Aber für einen ist Schluss nach dem Achtelfinale. Und Real ist ja eine junge Mannschaft. Ne? Denken wir nur mal an Alex Hunter. Und so tritt der BVB heute also an. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Und so geht Real Madrid also. Vielleicht die Führung jetzt. Bam! Treffer zählt nicht. Gut gesehen vom Assistenten. So, alles klar, Friends. Und da kommt mein Commentary ins Spiel. Die beiden haben jetzt ihren Senf dazu abgelassen. Und jetzt komme ich ins Spiel. Und das ist der Ballverlust. Und das war schon mal direkt die erste krankhaft geile Aktion, die wir hier gerissen haben. Da hätten wir fast noch die Führung reingezogen bekommen. Große Frage ist, Elmar Buschi, hat die UEFA Champions League in nationalen Ligen mittlerweile sogar abgelaufen? Also so ganz will ich das nicht glauben. Die Meisterschaften sind nach wie vor sehr, sehr wichtig. Oha. Aber es ist schon der größte Titel der Welt im Vereinsfußball. Das ist nicht wegzudiskutieren. Weigel. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Oha. Hunter. Ah, mal gucken, ob wir das nochmal hinkriegen. Auf ihn wird's ankommen heute. Da bin ich sicher. Und seine jüngsten Torerfolge in den letzten drei Spielen hat er dreimal getroffen. Die dürften ihm auch heute Auftrieb geben. Hunter. Schlechter das Ball war nichts. Von Bale. Jetzt ist er weg. Das war nichts. So, wir müssen hier ein bisschen mehr Pressing reinkriegen, denke ich. Wolf. Die machen mir hier ganz schön zu schaffen mit ihren Tricks. Guck dir das mal an. Aber wir haben den Ball. So, jetzt muss ich den Kollegen hier nur wieder zu verteilen wissen. Da ganz unten habe ich was gesehen. Stopp das aber nochmal. Und dir fliegt eine scheiß Fliege von meinem Bildschirm her. Ist da kein Durchkommen. Oh! Und jetzt! Oh, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Aus. Real Madrid mit dem Einwurf. Hier nach ganz links bitte. Auf Hunter. Hunter. Auf Morgan und dann schieße ich einfach mal. Schuss geblockt. Ach so, Schuss geblockt. Es gibt Ecke. Ich dachte, er will mir jetzt erzählen, ich hätte so hart Verrisse. Aber, ja, der war wohl ein bisschen gefährlich, ja? Die Ecke kommt rein. Marco Asensio! Oh. Erneut Ecke. Erneut Ecke, jawohl. Hier war nicht schlecht. Ecke kommt. Nee. Und Topper geht dazwischen.
Ziemlich so, wir verteilen uns wieder. Mann, die rühren da hinten ziemlich Beton an. Puh. Was war das denn? Da wollte er wieder irgendwie einen Trick versuchen, ne? Aber wie gesagt, das beste Tor vor, weiß ich nicht, 3-4 Folgen mit Danny Weigel. Williams, Alter. Dieser Rückfallzieher, Fallrückzieher, der war ja... Der war Heaven. Weg ist der Ball. Keine gute erste Hälfte von Real und bisher auch kein Treffer. Oh, oh, oh. Ah, da passt er zurück, der Schweinehund. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Und direkt gegen den Kopf und nochmal. Ja, wir müssen natürlich wieder hier auch auf unsere Situation mit unserem Mentor achten. Da haben sie mich ausgespielt. Er setzt sich gegen Ramos durch. Und die Flanke. Nein, 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 nein. Jawohl. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Also wir müssen natürlich wieder hier schnellstmöglich auf unsere Challenge zukommen, sodass wir die Fähigkeiten natürlich schneller jetzt nutzen können. Ui, ui, ui. Schuss von Reus. Nicht schlecht. Gute Chance eigentlich, aber dann nicht noch schlecht. Zu hoch angesetzt. Aber wir haben die erste Halbzeit gleich. Oh Gott, ich dachte für einen Moment, die Grünen, die Roten wären und die Isco. Gegner. Da ist Isco. Kollege aus erster Stunde. Isco jetzt am Ball. Isco spielt den Ball. Und Bale. Flanke kommt von Bale. Nee. Das können Sie erstmal klären. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das war Glück. Das war dumm. Das war wieder Glück. Und das war auch wieder Glück. Gareth Bale. Komm, komm. Nein. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Ecke? Abseits. Schon wieder er im Abseits. Was machst du denn? Oh, oh. Und um Witzel. Jetzt Schein. Nee, den habe ich absolut so nicht kommen sehen. Ha. Und die erste Halbzeit. Keine Tore zur Pause. Ach, das ist natürlich ärgerlich. Ach, hier, den kenne ich, den Kollegen. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja, jetzt das. Leider haben wir keine gute erste Hälfte gesehen. Erstmal richtig durchatmen. Dass es jetzt besser wird. Es geht weiter. Da muss einfach mehr möglich sein. Vor allem offensiv war das ganz ruhig über weite jetzt. Strecken gar nichts. Bale. Super Einsatz. Fail, Alter. Oh. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und wieder weg. Wolf. Und komm, komm, komm. Jawohl. Isco am Ball. Da liegt einer. Groß. Bale. Nach, was macht der denn? Warum spielt er den denn dahin? Von ihm, oder Buschi? Wenn ein Mann von dieser Klasse. Das habe ich so aber auch nicht angeordnet, hör mal. Mannschaft schwer. Sehen wir auch am aktuellen Ergebnis. Na, komm. Das war knapp. Und lauf. Da kommt der Pass. Bitte lass es kein Abseits gewesen sein. Gareth Bale. Pum. Für sie läuft das Spiel da ist es. Absolut nach Plan. Die Führung wow. Ist. Ey, das war schon wieder vorn und können jetzt der mehr oder weniger auf. Knapp, Mann. Ohne Scheiß, ey. Gareth Bale. Aber wir haben die Vorlage gerissen. Das heißt, unsere Bewertung an dieser Stelle 8,0. Putz. Er nimmt ihm den Ball ab. Er nimmt ihm den Ball ab. So, alles klar. Nach scheint unten so, möchte ich den haben. Nach oben. Und jetzt möchte ich noch eins mit Hunter selber machen. Und zwar auf die richtig massive daneben. Ach, scheiße, ey. Guck dir das an. Schön mit Innenrist. Oh, es war wieder ganz knapp über die über die Latte. So. Götze geht rein, Shahin geht raus. Puffts. Halbe Stunde noch, dann ist Royce. Das Spiel vorbei. Und wieder aus. Kein gutes Zuspiel hier, der geht ins Aus. Götze. Okay, wir konzentrieren uns. Witzel. Oh, da hätte ich den Ball fast schon gehabt. Wolf. Nee, 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 nee. Dortmund will wechseln. Dortmund will wechseln. Paff. Nach oben. Komm, wir verteilen einfach mal. Er passt ihn auf den Flügel. Aber wir spielen langsam weiter. Nach unten. Gut in den Lauf gespielt. Ah. Noch eine viel Chance da. Komm, komm, komm. Die Abstoß. Ah. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen wer zurück. Jetzt? Hä? Kagawa gegen Witzel. Kagawa. Hört sich an wie ein Sushi-Gericht. Kagawa. Okay. Was?
Jetzt geht's hier aber ganz derbe nach vorne für Dortmund. Hallo, ich stehe mir mal wieder selber im Weg. Und der nächste und dann nochmal. Und alles klar. Habt ihr das gesehen? Das war ja wohl das größte Gebolze diesseits des Ecuadores. Ach Gottchen. So, okay, wir sind wieder im Besitz des Balles. Der Ball kommt an. Groß. Mach mal selber. Spiel zurück zu Modric. Korrekte Entscheidung, da war er, wenn auch knapp, im Abseits. Ohne Scheiß, wenn auch knapp, zeig mir das mal. Ja, komm, Alter. Nee, das war für mich kein Abseits. Nur weil die Linie, du kannst ja die Linie, die Abseitslinie auch 10 Meter dick machen, Alter. Wenn da beide Füße auf der Linie stehen, dann ist Abseits. Weißt du, was ich meine? Und er hat den Ball. Das ist nicht gut. Da hat er mich festgehalten, der Schlauch. Der BVB will wechseln. Ja, durch meine Beine wahrscheinlich noch. Zack, da durch. Vollgepfiffen, Freistoß für die Borussia. Nur ein Freistoß, kann man ja mal machen, denke ich. Hä? Man kann ja wohl einmal ein bisschen aggressiver dabei gehen. Was hat er überhaupt für Haare? Er geht auf die Spieler ein. Der Unparteiische. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid. So, den Royce, den decke ich erstmal hier oben. Lauf, 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 lauf. Weg ist der Ball. Lauf, 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 lauf. Lauf weiter. Unten. Isco spielt den Ball. Gareth Bale. Und komm, Hunter. Ball draußen. Das Ecke? Eckball. Ja, okay, wenigstens Ecke, richtig, ey. Richtig fanatische Fans hier. Sie peitschen ihr Team. Waran! Oh. Sie stehen hier natürlich unter Druck. Ich treffe den Scheiß mit dem Kopf nicht. Abschluss hier, Buschi. So ein Mist. Dass du irgendwann ans Nachdenken kommst. Und das ist aber egal. Für Spiel. Auch wenn wir die Führung haben, so komfortabel ist das nicht. Naja, ein paar Minütchen sind es ja noch. Die Dortmunder haben das drauf, sind immer 8,2 mit Hunter, so gut ist es auch nicht. Reus. Götze. Isak. Philipp. Wir wollten ja noch ein Tor schießen mit Hunter. Ah! Das macht er gut, den Ball hält er fest. So, wollen wir mal gucken, ob wir das noch hinkriegen hier im Aufbauspiel. Da kommt der Pass. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Sehr gut aufgepasst. Ach, verfickt nochmal. Da ist Dobrak da und kann klären. Wolf. Wir dürfen nicht jetzt haben sie punkten. Vielleicht nochmal die Chance. Nicht punkten. Und jetzt bergab. Oh. Mario Götze. Wie sie hier spielen. Und wieder zurück. Diesen Pass, weg ist der Ball. Oh. Schluss. Aus. Das oh war's. Gott, hier in das war knapp. Ey, wir haben der zwar kein Tor geschossen, aber das war schon wieder echt übel, Mann. Ohne Scheiß. Für den BVB im Rückspiel. Im Rückspiel, ja gut. Das wollen wir erstmal abwarten. Wir haben hier zwar kein Tor geschossen. Ich denke mal, wir werden auch nicht zum Interview gebeten. Leistung gucken wir uns mal kurz an. Ja gut, die Bewertung haben wir natürlich drin. Wir haben das Spiel gewonnen, aber leider nicht das entscheidende Tor geschossen. Was soll's? Gareth Bale hin oder her. Wir haben eine gute Bewertung hingelegt. Das heißt, wir sind ja sowieso immer safe in der Startelf. Ne? Dadurch kann diese ganze Geschichte natürlich in Frage gestellt werden. Warum dauert das schon wieder so lange? Diese Ladebildschirme hier an dieser Stelle gefallen mir gar nicht gut. Auch wenn es vielleicht ein bisschen atmosphärisch gut aussieht. Alles klar, wir gehen weiter. Es wird gespeichert und wir gucken uns an, was passiert, ob wir noch ein Video reingesaftet kriegen hier nach. Transferwert 37 Millionen. Mentorwertung nicht gestiegen. Was soll's? Wir sind irgendwie im jetzigen Status Rivalen. Ich finde das ein bisschen dösig ausgedrückt, wenn das im selben Team quasi so ist. Aber egal. So, wir lassen uns noch kurz das kleine Training raus. Ich cutte das dann fängt die nächste Folge wieder direkt mit einem kleinen Game an. Okay, Friends, das war's an dieser Stelle. Wir gucken mal, ob wir noch ein Video kriegen wir tatsächlich hin. Ja. Mr. Hunter. Okay. Kriegen wir einen auf den Sack. Du bist nicht Alex Hunter. Ich warte draußen auf dich, Alex. Sieh mal. Was siehst du?
Trophäen. Geschichte. Erfolg. Ich sehe Familie. Das Fundament, auf dem dieser Verein steht. Spieler kommen und gehen. Wenn ein Team eine Familie ist, ist es unzerstörbar. Und eine Familie basiert auf Respekt. Du zeigst nicht die Professionalität, die wir von Spielern in diesem Verein erwarten. Von Mitgliedern unserer Familie. Egal, was uns abseits des Rasens beschäftigt, es darf uns nicht auf dem Rasen beeinträchtigen. Dem Trainer fehlt deine Konzentration auf den Fußball. Und aus diesem Grund setzt er dich auch morgen Abend in der Champions League nur auf die Bank. Ehrlich gesagt würde ich echt so reagieren. Musste wohl so kommen, finde ich nicht. Scheiß drauf, wir reagieren hitzköpfig. Das geht so nicht. Ich habe noch nie jemanden enttäuscht. Ist das wirklich deine Meinung? Ja, so ist es. Wir sehen das anders. Du solltest in dich gehen und nachdenken. Ja, wir sollten alle nachdenken. Alex. Jedes einzelne Training, jedes La-Liga-Turnier. Ein Teil von Real Madrid zu sein, bedeutet, sich jeden Tag aufs Neue zu beweisen. Jeden Tag. Haben wir das nicht gemacht? Ich verstehe echt nicht, wo sein Problem ist. Wie kann er uns auf die Bank setzen, wo wir doch so viele Tore gemacht haben, außer im letzten Spiel? Ja. Was soll ich sagen? Ne? In der nächsten Folge geht es dann hier wieder weiter gegen Dortmund mit dem Rückspiel als Einwechselspieler. Also, naja, man darf gespannt sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann, Tschüssikowski.